Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute meine Top 15 DM Herbst Must-Haves und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Letzte Woche war ich noch in Mexiko, bin im Meer geschnorchelt und es war tolles Wetter und jetzt sind wir hier einfach im Herbst angekommen. Morgens, wenn man mit dem Hund raus muss, ist es so, so kalt, richtig heftig. Deswegen habe ich jetzt passend zum Wetter meine Herbst Must-Haves für euch. Ich habe ja gerade schon angedeutet, ich bin frisch aus dem Urlaub bzw. von der Hochzeitsreise zurückgekommen und ein ganz, ganz großer Punkt auf meiner Bucketlist, etwas, was ich unbedingt in meinem Leben mal machen wollte, war erstens mit Schildkröten zu schnorcheln und zweitens Babyschildkröten freizulassen. Diese beiden Wünsche sind in diesem Urlaub in Erfüllung gegangen, da bin ich richtig glücklich drüber. Falls ihr euch das gerne mal anschauen möchtet, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei, da habe ich nämlich so ein paar Videos dazu hochgeladen. Und jetzt würde ich als heutige Videoaufgabe gerne von euch wissen, was denn euer größter Punkt auf eurer Bucketlist ist, was ihr gerne noch in eurem Leben erleben möchtet. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt und ich zeige euch jetzt meine Herbst-Must-Haves. Mein erstes Must-Have ist diese Lidschattenpalette hier von Catrice. Mit der habe ich euch auch schon mal einen Look geschminkt. Ich finde die so, so toll. Das ist die The Hot Mocha Palette. Diese Palette gibt es in vier verschiedenen Farben und das hier ist einfach mein Favorit. Ich finde, das sind ganz schöne herbstliche Töne, die dabei sind. Damit kann man ganz, ganz viele verschiedene Make-ups schminken und ich mag gerne so orangefarbene Augen-Make-ups. Deswegen war das für mich jetzt die perfekte Palette. Wie gesagt, passt die auch super gut in den Herbst. Die erinnert mich sehr an die Blätter, die bald runterkommen. An Kürbisse und ja, die ist einfach so schön warm vom Ton her. Und die ganzen Töne sind sehr, sehr hoch pigmentiert. Man kann sie super leicht verblenden. Man kann da richtig tolle Looks mit kreieren, mit Farbverlauf und so weiter. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das ist so insgesamt meine liebste Palette aktuell. Dieses Produkt hier wurde sehr, sehr krass gehypt, als es rauskam. Das ist von NYX Cosmetics der Jumbo Eye Pencil in Milk. Ich muss nicht mal hier auf meinen Laptop starren, um diesen Namen zu sagen. Den kenne ich nämlich auswendig. Ich habe dieses Produkt so 2016, 2017 geliebt. Und jetzt habe ich das relativ lange nicht mehr verwendet. Ich habe mir aber vor ein paar Monaten jetzt einen neuen geholt. Normalerweise verwendet man das Produkt für sein Augenlid, aber ich habe auf TikTok, glaube ich, mal so einen Hack gesehen, dass man diesen Stift auch zum Highlighten verwenden kann, wenn man einfach so ein mattes Highlight haben möchte. Also wenn man seine Haut an Stellen aufhellen möchte, ohne dass da Schimmerpartikel dabei sind oder so. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Ich liebe es nämlich aktuell, mattes Make-up zu tragen, beziehungsweise, ja, dass das alles nicht so glitzert. Und das funktioniert richtig gut. Ich werde euch bald auch mal ein Make-up-Tutorial abdrehen und dann könnt ihr das Ganze mal im Einsatz sehen. Ein Produkt, was man meiner Meinung nach immer dabei haben sollte, ist Pfefferspray. Aber ich finde, jetzt zu der Jahreszeit, wo es erst sehr spät hell wird oder sehr früh dunkel wird, ist das nochmal wichtiger. Ich habe mir nämlich auch mal gewünscht, ich hätte es dabei gehabt. Ich arbeite in Köln in der Region Neumarkt und ich bin sehr, sehr früh zur Arbeit gegangen. Es war noch dunkel draußen. Und da musste ich durch so eine Gasse laufen, dann kam mir ein alkoholisierter Mann entgegen. Der war so zwischen 35 und 40 Jahre alt und der war schon so alkoholisiert und hatte auch eine Bierflasche oder so ein Biermixgetränk in der Hand und ist auf mich zugekommen. Ich dachte, er geht nur an mir vorbei und hat dann sowas vor sich hergefaselt wie, du musst mal vergewaltigt werden. Und hat dann seine Bierflasche an mir vorbeigeworfen, die ist dann hinter mir aufgeplatzt und er hat sich schon die Hose geöffnet und ja, ich war quasi in so einer Ecke, wusste gar nicht richtig, wie ich da jetzt rauskomme. Also in dem Moment ist man natürlich auch so ein bisschen geschockt. Und dann kam mir aber zum Glück ein anderer Mann zur Hilfe und ja, hat den Mann quasi verscheucht. Ich war danach auch echt in so einem kleinen Schockzustand und bin einfach zur Arbeit gegangen, habe mir da auch den ganzen Tag nichts anmerken lassen und habe erst so im Laufe des Tages realisiert, was da eigentlich passiert ist und was hätte passieren können. Und ja, ich bin ganz gut da drin, immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben und mir nicht anmerken zu lassen, dass irgendwas nicht stimmt oder so. Aber egal, Hauptsache, jeder hat immer ein Pfefferspray dabei, um sich in der Not irgendwie helfen zu können. Was ich aktuell auch insgesamt sehr gerne trinke, ist Tee. Paul und ich haben auch beide so eine XXL-Teetasse zu Hause, wo so, ich glaube, 1,2 Liter reinpassen. Und da machen wir uns 2 Tassen Tee am Tag und haben unseren Tagesbedarf quasi schon gedeckt an Trinken. Und ich mag sehr gerne diesen Tee. Das ist der mediterrane Pfirsichtee von Teekanne. Das Einzige, was ich immer blöd finde, bei
solchen Tees sind ja immer Aromen dabei. Ich würde mir mal so einen richtig natürlichen Tee irgendwie wünschen, der so geil schmeckt. Aber ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Ich wäre aber auch dazu bereit, da tiefer in die Tasche zu greifen. Wahrscheinlich kriegt man sowas eher in einem Teeladen. Aber für zwischendurch mag ich diesen Tee, wie gesagt, super gerne. Der schmeckt richtig, richtig gut. Und ich habe gerade auch gesehen, dass der online richtig gut bewertet ist. Also ich scheine nicht die Einzige zu sein, die den gerne mag, weil der hat bei 63 Bewertungen 4,8 Sterne. Im Frühling und Sommer mag ich lieber glossige Lippen und im Herbst und Winter mag ich lieber matte Lippenprodukte. Und deswegen habe ich jetzt hier auch wieder meine liebste Lip Cream ausgepackt. Und zwar ist das von Maybelline, die Superstay Matte Ink Lip Cream in der Farbe Seductress. Ich finde, das ist ein toller Nude-Ton. Und dieses Produkt hält einfach den ganzen Tag. Es fühlt sich ganz normal an auf den Lippen. Wenn man was isst, dann geht es in der Mitte vielleicht nur so ein bisschen ab, aber das kann man super einfach nachschminken. Und das ist so mein Go-To-Lippenprodukt im Herbst und im Winter. Das nächste Produkt hat eigentlich gar nicht so unbedingt etwas mit Herbst zu tun, aber diese Mascara hier finde ich mega, mega toll. Das ist von Catrice, die Boost Up Volume & Lash Boost Mascara. Die trage ich heute auch. Die trage ich eigentlich aktuell jeden Tag. Die macht super schöne, lange geschwungene und voluminöse Wimpern und die Wimpern halten auch den ganzen Tag. Und die Mascara kostet 5,45 Euro. Das ist wirklich nicht teuer im Vergleich zu anderen Mascaras. Und die färbt nicht ab, die hält den ganzen Tag, die bröckelt auch nicht. Die fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Die Wimpern sind ja schön beweglich und weich. Und die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Wie gesagt, es gibt nicht unbedingt ein Herbstprodukt, aber diesen Herbst ist das einfach meine liebste Mascara. Ich mag sehr gerne Pflaumen und Pflaumenkuchen. Ich werde morgen auch wieder einen backen. Ich habe hier schon so ein Körbchen stehen und werde morgen schön frischen Hefeteig machen und dann schön viele Pflaumen drauflegen. Am besten dann noch so ein bisschen Zucker drauf, damit das so karamellisiert. Oh, ich liebe das einfach. Und deswegen mag ich auch sehr gerne diesen Pflaumenaufstrich hier. Der schmeckt sehr, sehr lecker fruchtig. Den esse ich sehr, sehr gerne auf dem Brötchen oder auf einem guten Sauerteigbrot. Ist richtig, richtig lecker. Und ich habe gerade gesehen, momentan ist der online gar nicht verfügbar und in meinem DM-Markt auch nicht. Also ich hoffe, ich kann den bald nochmal nachkaufen. In meinem ist nämlich nicht mehr ganz so viel drin. Auch meine Nägel habe ich dem Herbst schon angepasst. Und zwar mag ich aktuell sehr, sehr gerne von Essie den Nagellack Bold and Bolder Burgunder. Das ist so ein richtig schöner Burgunderton. Einfach so ein dunkles Weinrot, würde ich irgendwie sagen. Halt so ein Burgunderton, wie auch immer. Auf jeden Fall mag ich das sehr gerne, wenn die Nägel jetzt gerade so einen schönen dunklen Rotton haben. Ich mag auch aktuell insgesamt ganz gerne Rottöne. Und das hier ist gerade einfach mein liebster Nagellack. Eigentlich liebe ich ja den Glow Lip Balm in der Sorte Watermelon Shine von Catrice. Leider haben die diesen aber aus dem Sortiment genommen. Das finde ich richtig schade. Der hatte die perfekte Farbe. Der hat schön nach Wassermelone geduftet. Hat meine Lippen schön gepflegt und jetzt musste ich leider zu einer Alternative ausweichen. Und zwar habe ich mir jetzt beim letzten Mal die Sorte Hibiskus mitgenommen. Das ist auch in Ordnung, aber es kommt halt meiner Meinung nach nicht an Watermelon dran. Der Ton ist so ein bisschen roter, würde ich sagen, so ein bisschen intensiver. Deswegen kann ich davon dann nicht ganz so viel benutzen. Ich mag das nämlich einfach, wenn ich ungeschminkt bin und dann nehme ich einfach so ein bisschen davon, habe ich so ein bisschen Farbe im Gesicht. Meine Lippen sehen durchbluteter aus. Sie werden gleichzeitig gepflegt. Und dieses Produkt verwende ich ehrlich gesagt die Woche durchgehend, wenn ich arbeite. Sorgt einfach nur dafür, dass die Lippen natürlich schön aussehen. Im Sommer habe ich das gerne einfach benutzt, weil es schön aussah. Und jetzt zur kühleren Jahreszeit oder wo die Temperaturen so schwanken, da trocknen ja die Hände und die Lippen und insgesamt die Haut gerne mal aus. Und dann ist das hier einfach meine Rettung. Auch meine Haare brauchen jetzt so ein bisschen mehr Pflege. Und da verwende ich sehr, sehr gerne von Garnier Fructis. Das Wunderöl, das ist dieses hier, mit so einer Packung kommt man ja wirklich ewig, ewig aus. Also da sind 150 Milliliter drin. Das ist halt auch so eine recht große Flasche. Und dieses Produkt muss ich mir, glaube ich, alle 3 Jahre mal neu kaufen. Also davon habe ich mir insgesamt, glaube ich, schon 2-mal eine Flasche nachgekauft. Also ich hatte schon 3 Flaschen ungefähr insgesamt. Und bleibt da einfach drauf hängen, weil das ist ein super gutes Öl. Das kann man sehr schön in den Haaren verteilen. Die Haare werden davon nicht fettig. Die werden einfach schön glänzend. Man merkt auch, dass das irgendwie einzieht und den Spitzen gut tut. Also ich tue mir das wirklich nur so bis hierhin so in die Haare. Das ist ein Produkt, wo ich eigentlich schon jahrelang drauf schwöre im Winter. Jetzt kommt ja so langsam auch wieder die Herbstzeit. Und ich hatte vor ein paar Tagen einen Schal an. Hab gemerkt, hinten hat sich bei mir so ein richtiges Vogelnest gebildet. Meine Haare verfilzen durch einen Schal manchmal so richtig, das ist mega blöd. Deswegen habe ich mir direkt mal eine kleine Bürste für die Handtasche gekauft und habe mir diese hier gekauft.
Das ist eine Mini-Massagebürste von Ebelin. Massagebürste kann ich jetzt nicht sagen. Ist halt einfach eine kleine Bürste, die kann die Haare gut entwirren. Und die ist wirklich super. Ich habe die in Schwarz mitgenommen. Finde ich, sieht einfach immer am schönsten aus. Ich finde, die sieht jetzt so am edelsten aus von den drei Bürsten. Und es gibt ja auch noch immer diese Klappbürsten, wo man dann an der einen Seite eine Bürste hat, an der anderen Seite einen Spiegel. Und das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde diese Bürsten richtig schlecht. Und diese hier gefällt mir einfach richtig gut. Habe ich jetzt auf jeden Fall dauerhaft in meiner Handtasche. Die Creme-Öl-Bodylotion von Balea kennt ihr schon von mir. Aber ich habe die jetzt wirklich den ganzen Sommer über nicht verwendet und habe sie jetzt wieder ausgepackt. Und ich merke direkt, dass sie meiner Haut richtig gut tut. A, merke ich das, weil meine Beine jetzt so trockener werden und durch diese Bodylotion geht es einfach direkt wieder weg und meine Haut ist wieder direkt schön gepflegt, glatt und ohne, dass da irgendwas sich abhält oder so. Und vom Schnorcheln hatte ich so einen richtigen Sonnenbrand hier an einer Stelle und meine ganze Haut hat sich abgepellt. Das sah richtig, richtig eklig aus. Vor allem hatte ich da dann so einen weißen Fleck da drauf. Ich weiß gar nicht, ob man davon noch irgendwas sehen kann. Nö, man sieht gar nichts mehr. Richtig gut. Das hat sich wieder richtig angeglichen. Also es war wirklich so eine große Fläche. Und ich habe das gar nicht irgendwie unter Kontrolle bekommen, dass sich das abgepellt hat. Dann habe ich hier meine Creme-Öl-Bodylotion rausgeholt und zack, die hat es geregelt. Also meine Haut hat sich ganz schnell wieder regeneriert und es hat sich einfach nicht mehr so abgepellt. Und es hat mir wieder gezeigt, dass diese Bodylotion einfach toll ist. Ich stehe wirklich total auf die Tetisep Duschgels. Ich finde die ganz, ganz toll. Ich teste mich da immer durch alle Düfte durch. Im Frühling und Sommer habe ich die ganzen Frühling- und Sommer-Edition. Im Herbst und Winter habe ich die ganzen Herbst- und Winter-Editions. Und jetzt gerade habe ich mir diese hier wieder geholt. Das ist die Sorte Hallo Verwöhnzeit. Und wenn man da so im Laden dran duftet, dann riecht das richtig, richtig penetrant nach Kakaobutter und Vanille. Da steht auch, dass das Ganze nach Macadamia duftet. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wie Macadamia duftet. Auf jeden Fall riecht das im Laden richtig penetrant. Ich habe das damals aber trotzdem mal mitgenommen. Und in der Dusche ist das dann gar nicht mehr so aufdringlich, süß und so ein Kopfschmerzduft. In der Dusche ist es richtig geil einfach. Das riecht so, so lecker. Und je kälter es wird, desto besser wird die Dusche damit, habe ich das Gefühl. Und die Duschgels mag ich einfach insgesamt sehr gerne, weil sie meiner Haut gut tun. Ich vertrage nicht jedes Duschgel. Ich kriege dann je nachdem trockene Stellen. Und bei den Tetisept-Produkten ist es überhaupt nicht so. Deswegen schwöre ich da drauf und deswegen bleibe ich bei diesen Produkten auch kleben. Auch etwas, was ich jetzt endlich wieder rauskramen kann, sind meine Handschuhmasken von Balea. Ich liebe die ja total zur kühleren Jahreszeit und habe die über den Sommer jetzt überhaupt nicht verwendet. Und da gibt es, glaube ich, nur diese Sorte. Oder es gab auch mal eine noch mit Urea, die fand ich auch gut. Aber das hier ist einfach mein Favorit. Ich habe jetzt noch eine davon zu Hause, weil ich mir die letztes Jahr auf Vorrat gekauft habe. Ich hatte nämlich Angst, dass die irgendwie aus dem Sortiment genommen werden oder so. Aber die gibt es noch und bei meinem nächsten DM-Einkauf werde ich mir auf jeden Fall wieder welche mitnehmen. Ich sehe hier, bei meinem aktuell ausgewählten DM-Markt gibt es gerade 10 Stück davon. Früher war ich überhaupt nicht verrückt nach Kerzen oder sowas. Ich konnte das nicht verstehen, wie man sich so Kerzen zu Hause anmachen kann und so. Und jetzt bin ich voll die Kerzenlady geworden. Also, als wir jetzt in den USA waren, da gibt es ja überall Bath & Body Works und die haben so ganz viele tolle Kerzen, die ganz toll duften. Die konnte ich alle nicht mitnehmen, weil wir viel zu viel Gepäck hatten. Das war schon viel zu schwer und man weiß ja auch nie, ob man das Glas dann sicher rüberkriegt. Und hier habe ich mir dann jetzt direkt wieder die Duftkerze im Bonbonglas geholt. Das ist die Sorte Pumpkin Spice Latte und die duftet so, so, so gut. Das Glas finde ich jetzt nicht so unbedingt schön. Ich finde, das sieht jetzt nicht so dekorativ aus. Vor allem mit diesem hässlichen Aufkleber da vorne. Aber wenn man das anzündet, das duftet so gut. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Also, falls ihr so winterliche Düfte mögt oder so Pumpkin Spice, dann schaut euch diese Kerze mal genauer an. Die riecht mega, mega gut. Und die duftet auch wirklich schön intensiv und lange und ja, die mache ich sehr, sehr gerne abends zum Fernsehen an. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.